Achtung, Favorit in dieser Partie und in den weißen Jerseys. TJ Shorts. Shorts. In der zweiten Halbzeit Rebound und natürlich ein TJ Shorts, der sich aber anfänglich noch einen schlechten Start kontrolliert von Anfang an. Ganz im Tempo TJ Shorts auf Kontern der 2, seine insgesamt 16 Punkte einstreut. Ein interessantes Duell mit Shorts. 4 Punkte vor für Ludwigsburg, TJ Shorts. Shorts braucht der Gab es in die 13. kommen durch. 3:2 für die Bayern. Die einzige Führung in dieser Partie, so viel vor. Der da vielleicht jetzt etwas mehr, etwas weniger Spielzeit bekommt, aber man schaut vor allen Dingen auf den. Zurück ins Spiel mit Natürlich. Jetzt zieht Borden wieder die Züge an. TJ Shorts. Nicht viel zu sehen. Der dafür sorgt, dass die Partie äußerst eng bleibt. Smith, der diesmal nicht so auffällig wie bei den letzten beiden Euroleague-Spielen agiert. Die schönste Szene des Spiels, erster Block von Tyson Ward, dann die klasse Passtäuschung. 15:0 auf, von 41:39 auf 56:39 und Shorts. Bettelt sich, aber dann TJ Shorts gegen Weidemann über. Im dritten Viertel, Bonn weiterhin vorne. Energie sollen sie aufs Parkett bringen und das gelingt den Hamburgern über weite Strecken. Auch wenn. Zur Stelle, aber es gibt ja immer noch TJ Shorts. Hier, Wetzel geht von ihm weg. Das Geschehen mit guter Defense und dann natürlich TJ Shorts. Tops. Inspirierte Halbzeit Nummer 2, 21 Zehner, 8 Rebounds, 5 Steals mit diesem Dunk. Shorts über das ganze Feld, push den Ball. Holz. Bekommt hier den Ball und weil er ja alles kriegt, kriegt er auch den. Dreier, 9 Punkte, muss aber dann auf die Bank mit frühen Foulproblemen. Und er liefert sich in der. Und den Schlusspunkt setzt wer? Natürlich der MVP, TJ Shorts. Zum Endstand von 80:1. Shorts, dem MVP-Kandidat. Lässt es erstmal ruhig angehen, aber dann kommt. Acht schnelle Zähler markiert Michael Pearson und hält seine Mannschaft so früh im Spiel. Verhindern, dass TJ Shorts mit. Laufen nach wie vor den Rückstand hinterher. Shorts nochmal zum Ende. Aber Bonn hat natürlich einen TJ Shorts und der sorgt dafür, dass es dann am Ende. Diskussion zwischendurch.
guten Partie. Ja, nur 8,8 Punkte im Schnitt. 16 sind es in diesem Spiel. Zu Beginn ganz stark in dieser Partie. Vorne die Punkte, hinten der Stil und dann. Des Tabellenletzten gegen den Tabellenzweiten. Da noch mal das Spiel. Das ist TJ Scholz für die. Die Gruppe der Bonner, der sich da trifft und sie bauen ihre Führung aus, weil auch er natürlich. Defensive und vorne gehen die Bälle auch rein, weil der MVP MVP-Former hat. Der einige ganz weite Dreier trifft, um seine Mannschaft im Spiel zu halten. Im Rückstand. TJ Shorts, mehr Vorbereiter dann in der zweiten Halbzeit. Zahlreiche Dunkings hatte. Viele Turnover. Der 8:21 in der ersten Hälfte noch gespielt. Kein Problem für die Baskets. Und sie haben ja auch TJ Shorts. Eines wie auswechselnd spielenden TJ Shorts. Ist wichtig, zusammen mit Nelson Weidemann und Jonas Richter. Und bei den Bonner Lenny trifft sich auch er mit gutem Spiel von außen. 13 Punkte, kommt immer mehr ins Rollen. Kratzer. Hier, wir sind im dritten Viertel, Anfang des dritten Viertels. Wieder die große Bande, die nochmal rankommt. Noch einmal TJ Shorts, er erklärt das. In Viertel Nummer 1 und so geht es dann auch weiter. TJ Shorts findet. Das stört aber die Bonner nicht, dass sie nicht zum Korb mehr so leicht durchkommen. Shorts mit 3, seine insgesamt 24 Punkte. Dann gibt es hier wieder den nächsten Offensiv-Rebound von Kratzer und außen ist dann TJ Shorts. Die Heidelberger halten mit allem dagegen, was im Takt ist. TJ Shorts macht richtig. Die sieht schon mal ordentlich aus. Also okay, wie immer. Hier zum Beispiel. Natürlich mit dem Anführer, der nach dem Boden raus, weil immer mehr Verantwortung übernehmen muss mit Chiefs. Ab dem dritten Viertel. Ein Spiel relativ auf. Decke, zu Gutes und Harms fallen aus. Und das sieht am Anfang dann auch direkt ganz locker aus. Mit ganz guten Wurf. Ende. Die Grundlage liegt für die Entscheidung. Die Bonner halten den Gegner, den Gast, bei nur 66 Punkten. Das Publikum zu begeistern, aber Bonn nimmt auch in der zweiten Halbzeit viele, viele Dreier und trifft die schlecht.
20:18 Führung auf dem ersten Viertel mitnehmen. Und rein mit dem Ding. Mit 30 Zählen. DJ Shorts bedient noch einmal Malcolm. Und der WCT-Ausspiel einschlägt fertig. Nur noch vorne am Basketball. Am Ende mit 21 Punkten. Topscorer der Gäste. Und hier. Herausragenden Spiel. Hier ist er defensiv aufmerksam mit dem Stil und dem Korb. Es ist eine Pass. Nämlich die Offensiv-Rebounds. Der Unterschied ist diesmal vor allem auf die Würfe von außen. Können wir dann TJ Shorts den Schlusspunkt übernehmen? Im Karnevalsspiel ist 21-jährigen Point Guard und natürlich TJ. Von immer ganz knapp vorne. TJ Shorts, der MVP, der Gastgeber. Und dann Shorts mit dem Traum am Spiel. Eine Minute vor Schluss, alles ausgeglichen. 77-77 und wer übernimmt jetzt klar der MVP? Klar, die Bonner nach 13 Siegen in Serie klarer Favorit und mit gutem Heidelberg mit der Antwort. Ein zwischenzeitlicher 11:0 Lauf als Antwort der Berliner. Shorts left wide open. Wrong play to leave. Ein komplett offenes Spiel. Nur ein Punkt Führung.